Hallihallo, meine Lieben. Ich bin Patricia. Meine Mission ist es, unserer Welt zu helfen, die Pandemie der Insulinresistenz zu besiegen. Und dass jeder da draußen versteht, dass du deine Gesundheit maßgeblich mit deinem Lebensstil beeinflussen kannst. Heute geht es um das Thema Blutzuckerspitzen vermeiden. Wie kannst du sie vermeiden? Vorab aber unbedingt noch, warum sind Blutzuckerspitzen leider nicht besonders gut für deinen Körper? Wie entstehen sie vor allem auch? Und welche kurzfristigen, aber auch langfristigen Folgen oder Auswirkungen haben denn Blutzuckerspitzen auf dein Gemüt, auf deinen Körper, aber vor allem halt einfach auf deine Gesundheit? Und die mir schon länger folgen, die wissen, das ist ja mein Thema, mit dem ich mich tagtäglich beschäftige. Und mit dem Blutzucker steht und fällt dein Leben. Das wissen tatsächlich die wenigsten. Hallo Patrick, schön, dass du dabei bist. Das heißt, wenn du abnehmen möchtest, die meisten auf meinem Kanal wollen in irgendeiner Weise abnehmen oder gesünder werden, ist es wirklich essentiell, dass du dich mit deinem Blutzuckerspiegel auseinandersetzt. Und es reicht nicht einfach zu denken, ich zähle jetzt Kalorien und ich bewege mich halt mehr und dann passt es schon, ich bin im Kaloriendefizit und dann nehme ich ab. Das funktioniert halt bei ganz, ganz vielen Leuten absolut gar nicht. Warum funktioniert es nicht? Zum einen, weil der Blutzucker die ganze Zeit Achterbahn fährt, weil Dinge wie eine Insulinresistenz mittlerweile schon entstanden sind, weil es noch ganz, ganz viele andere Baustellen gibt im Körper. Der Körper ist leider super komplex oder zum Glück, Gott sei Dank, super komplex, ja, weil dafür gibt er uns halt auch die Möglichkeit, großartige Dinge zu vollbringen. Ja. Hallöchen, schönen Nachmittag aus dem verregneten Nordrhein-Westfalen. Also ich möchte es euch ja jetzt hier nicht, danke für das Herz auf den Kopf. Also Patrick, ich kriege schon Herzen, das ist super lieb, ich habe noch gar nichts gesagt hier, aber das freut mich auf jeden Fall. Ich möchte euch jetzt ja nicht versauen hier, eure Laune, und ich zeige euch jetzt nicht, was ich jetzt hier sehe. Ich sehe nämlich komplett blauen Himmel und leider ein super hässliches Gebäude, aber auch ein wunderschönes Gebäude. Also hier sind, es ist echt, ich bin in Las Palmas auf Gran Canaria und teilweise sind hier richtig hässliche Gebäude. Also ich bin jetzt hier an der Strandpromenade, aber mit Blick in die Stadt rein sozusagen. Und ich sehe hier blauen Himmel und keine einzige Wolke. Ich werde nachher auf jeden Fall auch nochmal rausgehen. Heute Morgen war ich schon surfen, also super, super schön. Von Regen keine Spur. Bin jetzt noch eine Woche hier. Ich werde auf jeden Fall die Zeit noch genießen. Aber ja, ich habe schon gehört, meine Eltern, mein Bruder, die haben mir auch erzählt, in Deutschland regnet, es ist kalt. Es hat sogar in der Schweiz sogar schon geschneit. Also richtig krass. Und ist noch nicht mal in den Bergen, sondern wirklich so auf, keine Ahnung, wie viel Höhenmeter, aber nicht wahnsinnig weit oben. Steffi hat mir schon berichtet, dass es schon schneit. Also ich bin echt froh, dass ich noch hier bin, sagen wir es mal so. Also zurück zum Blutzucker. Warum sind Blutzuckerspitzen so wahnsinnig blöd für deinen Körper? Ja, zum einen, weil sie ganz offensichtlich Heißhunger verursachen. Weil jedes Mal, wenn dein Blutzucker ansteigt, schießt er ja dann auch schnell wieder nach unten und das ist der Moment, wo dann der Heißhunger wieder kommt. Also wenn der Blutzucker eine ganz schnelle, steile Kurve nach unten macht, hast du wieder Hunger, du hast Heißhunger, ganz an der tiefsten Stelle fühlst du dich vielleicht dann auch richtig, richtig ungut. Also du hast vielleicht Kreislaufprobleme, du hast das Gefühl so, dir wird ein bisschen schlecht oder schwindelig. Manche Leute haben da echt, also die denken dann, das ist krasser Unterzucker, die sagen dann oft, das sind Unterzuckerungssymptome. Es ist natürlich kein Unterzucker, aber wenn der Blutzucker halt so schnell nach unten crasht, dann fühlt sich das gerne einfach mal so an. Und das ist natürlich super ungünstig, wenn man abnehmen möchte und viel Heißhunger hat, weil dann kann man natürlich schwer eine gesunde Ernährung umsetzen und hat immer Bock auf Zucker und ungesunde Dinge. Aber was macht es noch? Deine Stimmung, ja, die geht ja auch auf und ab, ja, wie der Blutzucker selbst. Das heißt, Stimmungsschwankungen sind auch kurzfristige Auswirkungen von einem ständig schwankenden Blutzuckerspiegel oder eben von zu hohen Blutzuckerspitzen. Aber auch unreine Haut vielleicht. Ja. Vielleicht hast du Akne oder Neurodermitis oder generell einfach vielleicht auch Flecken auf der Haut oder vielleicht hast du auch schon so leichte Fibrome am Hals. Das kann auch ein Zeichen sein von einer Insulinresistenz, die auch durch Blutzuckerspitzen zum Beispiel entstehen kann. Oder du bist ständig müde, ja, du bist dann nicht nur, bekommst du Heißhunger, wenn der Blutzucker crasht, sondern du bist auch wahnsinnig müde. Vielleicht kennst du dieses Nachmittagstief, dass du dich hinlegen kannst und schlafen kannst. Das Gefühl, dass du brauchst einen Mittagsschlaf, weil du so wahnsinnig müde bist, das liegt an deinem Blutzuckerspiegel, ja. Und der hat natürlich Auswirkungen, beziehungsweise den kannst du maßgeblich mit deiner Ernährung unter anderem natürlich auch beeinflussen. Aber da kommen wir nachher noch dazu. Das sind einfach alles, ja, jetzt sagen wir mal kurzfristige Auswirkungen von Blutzuckerschwankungen, von Blutzuckerspitzen. Aber auch Kopfschmerzen oder Müdigkeit haben wir schon gesagt. Hallo Kerstin, schön, dass du dabei bist. Das sind alles Dinge, die man mehr oder weniger vermeiden möchte. Vielleicht auch Rückenschmerzen, Gelenkschmerzen, all das kann durchaus
eine Auswirkung sein von Blutzuckerspitzen. Und langfristig gesehen, ich habe schon angesprochen, eine Insulinresistenz entsteht Stück für Stück. Das bedeutet, es muss immer mehr Insulin ausgeschüttet werden, damit der Zucker in die Zelle kommen kann. Das heißt, wenn du ständig zuckerreich oder stärkehaltig isst, also viel Kohlenhydrate, viel Zucker, dich aber auch parallel dazu wenig bewegst und keinen Ausgleich schaffst mit Proteinen und mit Fetten, dann hast du tatsächlich das Problem, dass einfach zu viel Zucker im Blut ist und der Zucker muss in die Zelle gebracht werden und dafür ist das Insulin verantwortlich. Das heißt, die Bauchspeicheldrüse schüttet Insulin aus, bringt den Zucker in die Zelle. Und bei der Insulinresistenz ist es so, dass die Bauchspeicheldrüse viel mehr Insulin ausschütten muss, um die gleiche Arbeit verrichten zu können. Das heißt, die gleiche Menge an Zucker in die Zelle zu transportieren, braucht schon viel mehr Insulin. Noch mehr Insulin und noch mehr Insulin. Das heißt, das Insulinlevel steigt stetig an, bleibt irgendwann ständig dauerhaft hoch. Ja, chronisch erhöhte Insulinlevel haben wir dann einfach davon. Und das merkt erstmal noch keiner. Das tut dir auch nicht weh, außer dass du eben Symptome hast, wie dass du ständig müde bist, dass du Heißhunger hast, dass du nicht länger ohne Essen auskannst, dass du so das Gefühl hast, wenn du länger nichts zu essen kriegst, fällst du auch wirklich in den Unterzucker, beziehungsweise du fühlst dich so, weil dein Kreislauf einfach in den Keller geht, solche Geschichten. Oder eben die Fibrome am Hals, Bluthochdruck übrigens. Ja. 98% aller Menschen, die Bluthochdruck haben, die haben auch eine Insulinresistenz. Und die Krux an der Sache ist, dass das sehr selten gemessen wird von den Ärzten. Du musst wirklich deinen Arzt darauf ansprechen, können wir bitte den HOMA-Index messen oder können wir bitte uns anschauen, was man nüchtern Insulin im Serum macht, um zu wissen, wie der Stand deiner Insulinresistenz tatsächlich ist. Hallo Heinz, danke für das Herz auf dem Kopf. Und das wissen die wenigsten Menschen und die meisten Ärzte leider auch nicht. Ja. Das heißt, ich habe auch schon Geschichten erlebt, wo meine Kunden oder auch teilweise nur Follower mit den Ärzten diskutieren und sagen, können wir bitte den HOMA-Index messen? Und der Arzt sagt so, ich habe leider gar keine Ahnung, was das ist, beziehungsweise brauchen wir ja nicht. Ihre Blutwerte sind ja okay. Fakt ist aber, dass die Insulinresistenz dem Typ-2-Diabetes, das ist die Vorstufe vom Typ-2-Diabetes, die geht diesem einfach Jahre beziehungsweise Jahrzehnte voraus. Das bedeutet, wahrscheinlich, wenn du deinen Typ-2-Diabetes diagnostiziert bekommst, hast du wahrscheinlich schon 5 Jahre, 10 Jahre vorher, vielleicht sogar schon 15 Jahre vorher, eine Insulinresistenz gehabt. Das hat halt einfach nur nie jemand dir irgendwie gesagt oder dich darauf aufmerksam gemacht, dass du das vielleicht einfach mal messen solltest. Und deswegen mache ich hier meine Arbeit auf Social Media und deswegen rede ich den ganzen Tag rauf und runter vom Blutzucker und von der Insulinresistenz, weil du hier einfach schon viel früher ansetzen kannst, bevor du deine Diagnose Typ-2-Diabetes irgendwann bekommst. Den kannst du natürlich auch umkehren, aber natürlich ist es noch leichter, irgendwie am Anfang die Insulinresistenz umzukehren, als wieder einfach den Typ-2-Diabetes umkehren zu müssen. Wie das alles geht, lernst du bei mir, sprechen wir nachher auch nochmal kurz drüber. Jetzt ist hier mein Boiler ausgegangen. Ich habe ja in meinem Airbnb so einen Boiler und immer wenn ich duschen war, springt der an und macht wieder das Wasser warm, so gefühlt. Und der ist super laut, aber jetzt ist er aus. Das ist sehr angenehm. Jetzt werde ich hier nur noch meinen kleinen Lüfter. Ich hoffe, das stört nicht auf dem Video, aber ich glaube, man hört das wahrscheinlich gar nicht im Live. So einen kleinen Ventilator, der steht da hinten noch, weil es schon ganz schön warm ist. Also die letzten Tage ist es nochmal gut warm geworden hier auf der Insel, muss ich sagen. Also... Lass wirklich, wenn du jetzt diese Symptome hast, die ich vorher aufgezählt habe und abnehmen bei dir gar nicht klappt, du Bauchfett hast und schon alles versucht hast, aber abnehmen einfach wirklich nicht funktioniert, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du eine Insulinresistenz hast, richtig groß. Und dann lass mal messen, was dein HOMA-Index macht, dann hast du wenigstens einen Ausgangswert und da kannst du den halt Schritt für Schritt runterbringen, Schritt für Schritt verbessern. Und die Blutzuckerwerte, die werden dann erst schlecht, beziehungsweise die werden erhöht, wenn Insulin seine Arbeit nicht mehr machen kann. Sprich, wenn Insulin es nicht mehr schafft, den Blutzucker in Schach zu halten, dann erst ist dein Blutzucker erhöht. Im nüchternen Zustand, aber du wirst es dann vielleicht auch merken, einfach während du isst, dass er einfach höher steigt, wie sonst normalerweise auch, wenn du es misst. Ja. Das macht immer Sinn, den Blutzucker wirklich auch mal kontinuierlich zu tracken, um einfach mal zu verstehen, wie ist denn der Verlauf meiner Blutzuckerkurve. Also das kann ich wirklich einfach nur jedem empfehlen. Hören schon, aber der Ventilator stört nicht. Okay, da bin ich froh. Weil wenn ich den ausmache, sterbe ich. Nein, so schlimm ist es natürlich nicht. Ich schwitze ja gern für euch, so ist es nicht. Ich schwitze so auch schon. Das ist echt ziemlich heiß.
Genau. Also unbedingt mal den HOMA-Index messen lassen, mal schauen, was macht das nüchterne Insulin im Serum, um zu wissen, habe ich denn schon eine Insulinresistenz, und dann halt Schritt für Schritt daran arbeiten, die wirklich umzukehren. Langfristige Auswirkungen von ständigen Blutzuckerschwankungen sind dann eben, wie schon gesagt, die Insulinresistenz. Dann irgendwann eine Fettleber, Arteriosklerose, Herz-Kreislauf-Beschwerden, aber auch natürlich vorab die Fettstoffwechselstörung, die du ja dann sowieso schon hast. All diese Themen, Bluthochdruck habe ich vorher auch schon erwähnt, das sind einfach diese ganzen, sagen wir mal, nennen wir sie mal Zivilisationskrankheiten, ja, die in unserer Gesellschaft mittlerweile schon total normalisiert sind. Ja, wenn du über 40 bist, wenn du über 50 bist, spätestens wenn du über 60 bist, ist es ja doch normal anerkannt, so bei uns, ja, da muss man halt irgendwelche Medikamente nehmen, sei es Blutdrucksenker, sei es Statine, sei es, keine Ahnung, Metformin oder solche Geschichten, um den Blutzucker zu stabilisieren. Das ist irgendwie normal, aber ich sag dir, es ist nicht normal, dass diese Dinge auftreten. Du kannst es beeinflussen, nämlich mit deinem Lebensstil, mit dem, was du tagtäglich in dich reinlässt und wie du tagtäglich dich um deinen Körper kümmerst. Und das lernst du eben bei mir im Kombipaket. Es geht immer um Ernährung, es geht um Bewegung, es geht um Schlaf, es geht um Nährstoffe und es geht um Stressmanagement. Das sind die 5 Säulen, die wahnsinnig wichtig sind, dass du sie dir anschaust für ein gesundes, langes Leben. Ein Leben ohne Typ 2 Diabetes und ein Leben ohne Insulinresistenz und auch eben ein Leben ohne ständigen Blutzuckerspitzen, ja. Weil die gilt es nämlich vor allem einfach zu vermeiden, damit der ganze andere Rattenschwanz, den ich jetzt so aufgezählt habe, dass es überhaupt gar nicht so weit kommt. Und wenn es schon so weit ist, es ist nie zu spät, da anzusetzen und mit deiner Ernährung was zu verändern, dich mehr zu bewegen, vielleicht Krafttraining anzufangen und solche Geschichten, um dem Ganzen entgegenzuwirken. Wodurch entstehen jetzt Blutzuckerspitzen? Also ich habe es natürlich schon gesagt, durch die Ernährung, also zuckerhaltige Lebensmittel, stärkehaltige Lebensmittel, vor allem wenn du diese nicht kombinierst oder ausgleichst mit Fetten und Eiweiß, wenn du die isoliert alleine auf nüchternen Magen isst, also den Zucker, die Kohlenhydrate, auch Obst gehört da dazu. Ein Apfel alleine einfach so snacken, ziemlich blöd. Ziemlich blöd. Heißt, der Blutzucker wird da relativ stark ansteigen. Das heißt, den Apfel lieber mit einer Handvoll Nüsse oder vielleicht griechischer Joghurt mit Leinsamen, Hanfsamen noch dazu. Ist auf jeden Fall die bessere Alternative, als den Apfel alleine pur zu snacken. Oder jetzt ist im Winter, bei euch zumindest in Deutschland, Mandarinen mag ich auch gerne, aber isst die Mandarine auch nicht alleine isoliert auf nüchtern Magen, sondern kombiniere sie mit Fett und Eiweiß, dann fällt nämlich die Blutzuckerspitze gleich gar nicht so stark an, fällt gar nicht so stark ins Gewicht, beziehungsweise steigt gar nicht so stark an der Blutzucker. Oder setzt die Mandarine oder den Apfel, was du auch immer essen möchtest, ans Ende der Mahlzeit als Dessert, denn dann steigt der Blutzuckerspiegel auch nicht so stark an. Also immer davor Fette und Eiweiß essen, beziehungsweise Ballaststoffe, als allererstes Ballaststoffe, Gemüse, Salat, dann gesunde Fette, dann Eiweiß und als letztes die Kohlenhydrate, genau. Wie können noch Blutzuckerspitzen entstehen? Ja, also natürlich die Lebensmittel, aber auch, also stärkehaltige Lebensmittel grundsätzlich, ja, also viel Kohlenhydrate, vor allem die ungesunden Kohlenhydrate und Zucker, aber auch wenn du Lebensmittelunverträglichkeiten hast, ja, also wirklich was der Körper gerade dann nicht gut verträgt, wenn du es isst, da können auch Blutzuckerspitzen entstehen, weil es ist ja dann nichts, also eine Blutzuckerspitze, kannst du dir vorstellen, ist immer eine Entzündung. Ja, und wenn du 100.000 Entzündungen über den Tag verteilt hast, weil du ständig irgendwas isst, wo der Blutzucker ansteigt und du auch ganz viel snackst oder so, auch Süßigkeiten immer wieder zwischendrin isst oder Obst, dann ist das natürlich krass, weil der Körper täglich mit zigtausend Entzündungen zu kämpfen hat, akuten Entzündungen, die er dann irgendwie gleich sofort lösen muss. Ja. Und wenn da Nahrungsmittelunverträglichkeiten einfach dazukommen, sei es Gluten, sei es vielleicht nur Weizen, sei es Milchprodukte, sei es direkt eine Zöliakie vielleicht, die du irgendwie noch gar nicht so festgestellt hast, ja, und du wunderst dich, warum es dir immer so richtig schlecht geht und dreckig geht, dann ist das natürlich auch fatal und kann ständige Blutzuckerspitzen einfach zur Folge haben. Natürlich auch Stress, danke für die Herzen, natürlich auch Stress. Stress verursacht auch immer einen Blutzuckeranstieg. Vielleicht ist dir schon aufgefallen, wenn du schon mal so einen kontinuierlichen Glukosesensor getragen hast. Also schreib mal gerne ich in die Kommentare,
wenn du schon mal kontinuierlich deinen Blutzucker überwacht hast, wenn du schon mal 2 Wochen so einen kontinuierlichen Blutzuckersensor im Arm hattest, wo du deinen Blutzucker tracken konntest, wo du dann sehen konntest mit einer App auf dem Handy, wie ist der Verlauf deiner Blutzuckerkurve. Und da hast du dann vielleicht auch gemerkt, also ich habe das gemerkt, dass dann plötzlich habe ich einen Blutzuckeranstieg gehabt und habe mir gedacht so, hey, ich habe nichts gegessen, ich habe auch nur Wasser getrunken, woher kommt der? Hatte aber gerade ein sehr schwieriges Gespräch oder hatte vielleicht nicht, musste mich gerade aufregen über irgendwas oder habe mich erschrocken, ja. Oder abends mal, das war irgendwie 9:30, ich habe schon längst gegessen, mein Blutzucker war super stabil, ich liege auf der Couch und plötzlich sehe ich dann noch am Abend, bevor ich ins Bett gehe, boah, da ist der Blutzucker krass hochgegangen, richtig weit hochgeschossen, so in einem Pfeil nach oben. Und ich denke mir so, scheiße, was war da? Aber ich habe einen Film angeschaut. Ich habe einen super spannenden Film angeschaut. Der war total, keine Ahnung, in so einer Mordserie, was auch immer. Also es war mega spannend auf jeden Fall. Und das ist auch ein Grund, warum Blutzuckerspitzen entstehen. Ich meine, sowas kannst du natürlich nicht vermeiden. Ja? Ich sage jetzt nicht, du darfst nicht mehr wieder einen Film anschauen, wo der spannend ist oder du darfst dich nicht mehr wieder aufregen. Das ist natürlich Blödsinn. Aber dass du auch mal verstehst, okay, dass der Blutzucker nicht nur ansteigt, wenn du was isst oder trinkst, das viel Zucker hat. Ja? Auch bei Sport, bei sehr harten Sporteinheiten, wenn ich mein Krafttraining mache, wirklich all out gehe, wirklich hart, schwere Gewichte nehme, ans Limit gehe, dann habe ich auch einen Blutzuckeranstieg. Das sind aber gute Blutzuckeranstiege. Das heißt jetzt nicht, bitte gar kein Krafttraining mehr machen. Im Gegenteil, mach unbedingt Krafttraining. Krafttraining ist nämlich Gesundheitssport. Krafttraining macht auch deine Zellen wieder sensitiver dem Insulin gegenüber. Und auch die Myokine, die ausgeschüttet werden beim Krafttraining, die sind krass entzündungsregulierend. Also die senken Entzündungen. Das heißt, das ist auf jeden Fall eine coole Sache und der Blutzuckeranstieg ist dann auch nur kurz. Und in einem Bereich, wo ich sage, das ist dann völlig in Ordnung beim Krafttraining zum Beispiel. Genauso, wenn du in die Sauna gehst. Also ich hatte zum Beispiel meinen Blutzuckersensor auch mal dran in der Zeit, wo ich dann mal in der Sauna war. Und habe auch gemerkt, ja, jeder Saunagang schießt meinen Blutzucker nach oben. Und wenn ich dann 3-4 Saunagänge hatte, ja, dann hatte ich auch 3-4 Blutzuckerspitzen. Das lässt sich in dem Moment auch nicht vermeiden. Aber das ist auch was, was dem Körper weniger macht, weil der Blutzuckeranstieg quasi für was gut ist. So, verstehst du? Also das ist ein sinnvoller Blutzuckeranstieg. Den wollen wir. Den können wir dann, den kann der Körper dann auch gut wegstecken. Wohingegen, wenn du ständig Pasta, Pizza, Burger isst, Süßigkeiten isst, Chips isst, das sind Blutzuckeranstiege, die möchte der Körper nicht unbedingt haben. Ja, die können wir vermeiden. Genau. Wodurch können jetzt noch Blutzuckeranstiege, Blutzuckerspitzen entstehen? Zum Beispiel, wenn du generell wenig Muskelmasse hast, dann hast du automatisch ja auch eine geringere Mitochondriendichte. Mitochondrien sind die Kraftwerke in unserer Zelle, die dafür sorgen, dass du Energie bekommst. Ja, da wird ATP zum Beispiel produziert. Ja, und das ist automatisch umgewandelt in Energie. Das ist quasi dein Level, dein Energielevel, das du hast. Und wenn du halt wenig Muskelmasse hast, dann hast du weniger Platz für Mitochondrien. Dann hast du generell weniger Mitochondrien. Das heißt, da sind wir wieder zurück beim Thema Krafttraining machen. Somit kannst du Muskelmasse aufbauen, hast mehr Mitochondrien. Gleichzeitig einfach auch weniger Blutzuckerspitzen, ja. Weil jemand, der mehr Muskelmasse hat, also im Prinzip, je mehr Muskelmasse du hast, desto mehr Speicher hast du ja. Desto mehr Speicher hast du für Zucker und für Kohlenhydrate in deinem Körper. Weil Zucker und Kohlenhydrate werden eingespeichert in Leber und Skelettmuskulatur. In der Leber hat aber nicht so viel Platz. Ja, die Leber ist ja nicht so wahnsinnig groß. Das heißt, in der Leber kannst du vielleicht, da passen 400 bis 600 Gramm Glykogen rein und das war's. Ja, also Glykogen ist die Speicherform von Glukose. Ja, wenn Zucker in die Zelle gebracht wird, eingespeichert wird in Leber- und Skelettmuskulatur, wird es zu Glykogen, so wird es eingespeichert und dann wird es irgendwann wieder, wenn es zurückkommen soll, als Energie ins Blut, ja, wenn der Zucker zurückkommen soll, die Speicher aufgeleert werden sollen, dann macht es auch wieder die Bauchspeicheldrüse, die schüttet dann nämlich den Gegenspieler des Insulins aus, das Glucagon. Und das Glucagon sorgt dafür, dass es das Glykogen wieder umbaut in Glucose. Ja, das musst du dir jetzt nicht merken, das ist nicht schlimm, wenn du das mit dir nicht merkst, aber nur, dass du es einfach mal gehört hast. Und das kommt dann einfach wieder ins Blut. Das heißt, der Zucker kommt wieder ins Blut, du hast wieder Glucose im Blut, der Körper hat wieder Energie, ohne dass du was gegessen hast. Ja. Und so soll es halt einfach funktionieren. Das war jetzt im Prinzip, wie der Kohlenhydratstoffwechsel funktioniert. Und wenn das dann irgendwann so ist, dass die Speicher leer sind, dass
kein Zucker mehr da ist, du aber auch nichts nachschiebst, erst dann geht der Fettstoffwechsel los, weil dann baut nämlich die Leber aus dem eigenen Körper, aus dem eigenen Körperfett, sogenannte Ketonkörper, die dann dem Körper wieder dienen als Signalmoleküle und Energieträger. Das heißt, du hast dann noch einen weiteren Energieträger neben Zucker in deinem Körper, nämlich Ketonkörper. Die können aber halt nicht parallel da sein, wenn sie der Körper selber herstellen muss. Das funktioniert nicht, weil dafür müssen alle Speicher geleert sein. Dafür darfst du keinen Zucker, keine Kohlenhydrate essen. Außer du nimmst natürlich exogene Ketone, wie ich das mache, wie es die meisten meiner Kunden nehmen. Dann kannst du die von außen zuführen sozusagen und dann kann der Körper Ketonkörper als Energiequelle und auch Zucker als Energiequelle gleichzeitig nutzen. Was natürlich sehr genial ist. Ja? Jetzt haben wir schon drüber gesprochen, was haben wir für Auswirkungen von Blutzuckerspitzen langfristig, kurzfristig. Wir haben geklärt, wo Blutzuckerspitzen herkommen. Jetzt ist natürlich noch spannend, wie kannst du sie vermeiden? Ja, und das geht's ja. Wie kannst du sie vermeiden? Ich habe nur einfach dieses ganz, 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 ganz ewig lange Intro gemacht für dich, damit du verstehst, wie sie entstehen, ja, aber wie das auch alles zusammenhängt im Körper. Und dass es halt einfach nicht wurscht ist, was du täglich isst und dass jede Entscheidung, was du hier oben reinlässt, dass jede Entscheidung im Prinzip auf ein Konto einzahlt. Ja? Entweder positiv oder negativ. Ja? Oder vielleicht auch relativ neutral. Ja? Aber dieses, ich habe das oft bei irgendwelchen, bei Freundinnen manchmal oder Bekannten, die dann einfach den Teller leer essen, wenn das Kind nicht auf ist, einfach nur um das aufzuräumen, um es nicht wegschmeißen zu müssen. Ist zwar gut, ich hasse auch, wenn man Lebensmittel wegschmeißen muss, aber vielleicht kann man sie ja noch aufheben. Aber du musst nicht zwingend einfach alles, was dein Kind nicht auf ist, selber aufessen. Weil überleg doch mal, alles, was du oben reinschmeißt, damit passiert was. Ja, das kommt nicht einfach durch und kommt wieder raus und da passiert nichts. Und meistens ist ja das, was wir in uns reinschmeißen oben, bei vielen tatsächlich nicht besonders vorteilig für unseren Körper. Ob ich ein Blutzuckergerät empfehlen kann, fragt die Alia. Ja, auf jeden Fall. Also ich habe immer von den kontinuierlichen Blutzuckersensoren, die du dir in den Arm packst, ich nutze immer den Freestyle Libre 3, so heißt der. Den kannst du auf der Freestyle Libre Webseite direkt einfach bestellen. Der reicht dir 2 Wochen, den packst du rein in deinen Arm. 2 Wochen bleibt da drin, du hast die App dabei, das synchronisiert. Du hast dann immer über Bluetooth einfach die Verbindung auf die App und siehst, was dein Blutzucker macht. Wenn du da noch ein bisschen mehr wissen möchtest und eigentlich noch gar kein großes Wissen hast zum Thema Blutzucker und das Ganze mehr verstehen möchtest und vor allem tiefer eintauchen möchtest, kann ich dir unbedingt Hello Insight empfehlen. Ja? Schreib mal, wie man spricht, also Hello auf Englisch, H-E-L-L-O und Insight, also I-N-S-I-D-E, ja? Insight. Findest du auch den Link in meinem Profil tatsächlich, also in meiner Bio der Link. Im Linktree, da ist auch der Link zu Hello Insight. Das ist nämlich eine App, das ist ein Startup-Unternehmen aus Österreich und die machen richtig coole Arbeit. Die haben nämlich eine App entwickelt, die du verbinden kannst mit diesem Freestyle Libre 3. Das heißt, wenn du dieses Paket bei denen dir holst, dieses App-Paket, dann verschicken die auch den Freestyle Libre 3. Und dann verschicken die 2-mal, also den bekommst du bekommst 2 bei deiner ersten Bestellung. Das heißt, du kannst da sogar für einen ganzen Monat testen. Du hast 2 Blutzuckersensoren. Und ich empfehle dann immer mal zu schauen, dass du so weiter isst, wie du eigentlich immer isst, wie du es gewohnt bist, wie es für dich normal ist, vielleicht 2, 3, 4 Tage und dann umstellst und meine Tipps umsetzt. Da sprechen wir jetzt gleich noch drüber, was du dann alles umsetzen kannst, auf was du achten kannst. Und dann siehst du mal überhaupt erst den Unterschied. Und ich habe so viele Menschen, die eigentlich kommen zu mir und sagen, ich verstehe gar nicht, warum ich nicht abnehmen kann, irgendwie funktioniert nichts, aber ich esse doch schon so gesund. Und dann frage ich, was heißt denn gesund? Und dann kommen wir darauf, ach, Moment mal, gesund ist nicht gleich gesund und gesund heißt auch nicht gleich blutzuckerkonform. Ja? Und da kommen wir nachher gleich noch dazu, zum Sensor noch ein paar Worte zu verlieren. Also wie gesagt, der Link ist in meiner Bio, inklusive Rabatt. Ich glaube, es sind 5%, die du dir dann sparst. Das ist jetzt nicht die Welt, aber besser als nichts. Und du kannst dir da verschiedene Pakete aussuchen. Also die haben ein normales Blutzuckerpaket, die haben ein Hormonpaket. Das habe ich mal ausprobiert, das finde ich sehr cool, gerade als Frau natürlich, weil du kannst da auch deine Zyklusdaten eintragen und hast dann auch
ganz viel massive Input auch zu deinen Hormonen. Also generell in der App lernst du sehr, sehr viel. Also die haben da verschiedene Kapitel zum Thema Blutzucker. Also das ist wirklich eine komplette Einführung in dieses Thema. Ja? Wenn du mir schon länger folgst, immer meine Lives anschaust, dann weißt du ja schon relativ viel. Aber trotzdem, auch für mich war in dieser App da noch was Neues drin. Also wo ich mir, oder zumindest von der Grafik her so schön erklärt, dass ich mir denke, so, boah, das ist aber cool. Ja, das ist richtig, richtig cool. Das ist besser wie jedes Buch, was ich bis dato dazu gelesen habe. Also richtig spitze diese App. Und das Hormonpaket, da kannst du halt auch nachlesen, wie in deinen Zyklus, verschiedenen Zyklusphasen dein Blutzucker reagiert, ja. Und welche Hormone wann, wie, wo ansteigen. Das heißt, wenn du deinen Zyklus noch gar nicht verstehst, gar nicht weißt, wann dein Eisprung ist, du gar nicht weißt, wann Östrogen und wann Progesteron steigt und wie das zusammenhängt und wie du da vielleicht auch deine Ernährung und deinen Lebensstil dran anpassen kannst, dass das zum Zyklus passt, dass du deinen Körper unterstützt und nicht gegen ihn arbeitest, dann kann ich dir das nur echt empfehlen, weil da ist der Preis vollkommen wert. Also das ist richtig, richtig cool. Und nicht erschrecken, manche haben dann immer, die klicken dann wieder weg, weil sie sehen, oh, das ist irgendein Abo. Nein, du kannst es monatlich immer bestellen, klar, aber du kannst es auch einmal bestellen und dann kündigen und fertig. Ja? Einfach nur, um es ein einziges Mal auszuprobieren. Und bei vielen reicht es einfach schon, einmal auszuprobieren. Einmal für einen Monat deinen Blutzucker überwachen und glaub mir, du bist wie ein neuer Mensch, weil du hast so viel gelernt in dieser Zeit und du weißt ja dann, was machen die diversen Lebensmittel mit meinem Blutzucker. Und das Spannende ist, das ist halt auch nicht bei jedem gleich. Ja? Ich habe zum Beispiel festgestellt, Tomaten ist gar nicht gut für mich. Ja, wenn ich Tomaten esse, steigt mein Blutzucker relativ stark an. Wenn jemand anders Tomaten isst, gibt es da wahrscheinlich nicht viel Bewegung. Ja? Auch mit dem Kaffee. Ich habe es festgestellt, dass schwarzer Kaffee am Morgen meinen Blutzucker auch ansteigen lässt. Ich trinke jetzt nur noch koffeinfreien Kaffee am Morgen. Ja? Und es gibt aber auch Menschen, wie zum Beispiel die Steffi, meine Kollegin, mit der mache ich ja auch manchmal live. Der Patrick zum Beispiel kennt sie sowieso. Viele andere hier auf Instagram haben bestimmt auch schon von ihr gehört. Wenn die schwarzen Kaffee trinkt, dann tut sich nichts an ihrem Blutzucker. Ja? Und das ist halt total spannend und individuell. Deswegen sage ich, natürlich kannst du jetzt nach meinen Tipps leben, du kannst die alle umsetzen zum Thema blutzuckerkonforme Ernährung und du wirst wahrscheinlich zu 80-90% richtig, richtig gut damit fahren. Und es ist für viele auch einfach genug, weil manche sind nicht so die experimentierfreudigen Menschen, die wollen dafür erstens kein Geld ausgeben und zweitens haben sie da keinen Bock drauf und das interessiert sie nicht. Wenn du da dazugehörst, gar nicht schlimm. Aber wenn du eher so bist wie ich, der sagt, Mensch, ich will das genau wissen und ich will meinen Körper verstehen und ich will genau wissen, wie der Blutzucker ansteigt mit der und der, mit dem und dem Lebensmittel, dann kann ich das echt empfehlen, dir den Glukosesensor mal zu holen, in Kombination auch mit der Hello Inside App, weil das ist wirklich einfach Gold wert. Ja? Es gibt auch noch ein Paket, habe ich vergessen, ein Wechseljahrespaket. Gibt es jetzt auch noch relativ neu, habe ich noch nicht ausprobiert, weil ich bin noch nicht in den Wechseljahren. Aber kann ich mir vorstellen, wenn das genauso gut ist wie das Hormonpaket, was es bestimmt ist, dann ist das auch sehr, sehr cool und sehr aufschlussreich für dich, wenn du schon so weit bist, in den Wechseljahren bist und vielleicht aber auch Beschwerden hast. Dann kannst du das nämlich sehr, sehr gut minimieren, also deine Beschwerden, deine Symptome, weil es muss dir auch nicht schlecht gehen, nur weil du in den Wechseljahren bist. Ja? Also das denken ja auch immer die meisten, das ist dann die Ausrede, ja, ich kann jetzt nicht mehr schlafen, ich habe Hitzewallungen und ich nehme halt ständig zu, aber ich bin ja auch in den Wechseljahren. Das sind die Hormone, das ist normal. Bullshit, ja, das ist absolut nicht normal und du kannst dagegen was tun, ja, und du musst nicht zunehmen in den Wechseljahren und du musst nicht ständig Hitzewallungen haben und du musst nicht ständig nicht schlafen können, ja, das nur mal so an der Stelle zu dem Thema, da könnte ich auch noch jetzt eine Stunde ausholen, das machen wir lieber nicht. Jetzt gehen wir mal und schließen den Kreis, was kannst du tun, um Blutzuckerspitzen wirklich zu vermeiden, ja, jetzt haben wir ganz, ganz viel Theorie gemacht, gerne jetzt in die Praxis gehen. Jetzt könnt ihr mir auch gerne hier teilen, was ihr denn macht, um blutzuckerkonform zu essen. Was sind denn eure Tipps und Tricks? Was heißt denn blutzuckerkonforme Ernährung? Welche Lebensmittel sind gut für den Blutzucker, welche vielleicht eher nicht gut? Also hier könnt ihr jetzt gerne auch mal eure Erfahrungen teilen und gerne auch mal, wenn jemand schon einen Blutzuckersensor mal ausprobiert hat. Vorher hat nämlich keiner ich reingeschrieben. Also ich bin ja zu einer komplett neuen Zeit hier für mich live. Also ich habe hier Leute im Live. Ich kenne euch alle nicht, ja, ich kenne euch alle absolut nicht, aber das ist auch gar nicht schlimm und das heißt eigentlich für mich, ich muss öfter mal zu unterschiedlichen Zeiten live gehen, dann habe ich auch mal neue Leute dabei, das finde ich super, super cool.
Wenn du mich noch nicht kennst, mir aber schon folgst, dann herzlich willkommen. Wenn du mir noch nicht folgst, dann unbedingt nachholen, ja. Weil hier lernst du wirklich, wie du gesund abnimmst mit Blutzucker und Hormonbalance. Und vor allem lernst du den Grund, warum Abnehmen wahrscheinlich bis jetzt nicht funktioniert hat, weil du vermutlich eine Insulinresistenz hast und weil du noch nicht so gut weißt, wie du blutzuckerkonform essen kannst. So essen kannst, dass dein Blutzucker nicht die ganze Zeit Achterbahn fährt, sondern dass er relativ stabil bleibt, damit auch gleichzeitig das Insulinlevel stabil bleiben kann und du deine Insulinresistenz besiegen kannst und dann tatsächlich einfach definitiv gut abnehmen kannst. Wichtig ist kauen. Mann, das ist so wichtig. Danke, dass du das sagst. Das ist auch ein Thema, wo ich gerade eine Riesenbaustelle habe, weil ich esse auch immer. Ich esse nicht schnell. Also wenn ich mit Leuten am Tisch sitze, ich bin die am letzten fertig ist mit Essen. Aber ich esse trotzdem noch zu schnell, weil ich auch nicht so gut kaue. Und ich habe jetzt gerade auch so eine Achtsamkeitsübung für mich, dass ich nichts anderes während dem Essen mache. Ich habe vorher immer Podcast gehört, ich habe irgendwelche YouTube-Videos angeschaut, ich habe irgendwie parallel noch was gelesen, ich habe parallel Nachrichten beantwortet, also einen ganzen Quatsch, weil ich dachte so, ich möchte die Zeit aktiv nutzen, wo ich irgendwie esse. Nein, wenn du isst, ja, dann konzentriere dich nur aufs Essen. Nur aufs Essen. Starr in die Luft, starr in die Wand, starr aus dem Fenster, was auch immer, aber mach nichts anderes parallel. Der Michael möchte in meinen Live, aber ich glaube, das ist ein Versehen. Man kann mal schnell auf den falschen Knopf hier kommen. Also kauen ist die halbe Miete, weil die meisten Sachen werden angefangen im Mund schon einfach verdaut. Ja? Das heißt, die Kohlenhydratverdauung, die geht schon wirklich im Mund los und somit ist es wahnsinnig wichtig, dass du gut kaust. Ja? Man sagt ja 40 Mal kauen, dann habe ich Brei und kann schlucken, aber wer 20 Mal kauen, vor allem wenn du Rohkost isst. Ja, wenn du Rohkost nicht ordentlich kaust, dann kochst du lieber oder dünstest dir an. Du musst wirklich lernen, dir Zeit zu nehmen zum Kauen. Also danke, wer auch immer das war. Esteruf, wahrscheinlich komplett falsch ausgesprochen, sorry. danke für den Kommentar, weil das finde ich super cool. Zimt soll gut sein für den Blutzucker. Zimt ist super für den Blutzucker. Zimt senkt den Blutzucker. Das heißt, du könntest dir zum Beispiel auch Zimt über deinen Joghurt machen mit Apfel oder so. Dann hast du auch deine Blutzuckerregulierung. Das ist ganz cool. Darm- und Stoffwechselkur ist an sich eine coole Sache, der Gedanke. Die Frage ist, wie macht man diese Darm- und Stoffwechselkur? Und ich kann dir sagen, wahrscheinlich 99% aller Dinge, die du da draußen dafür kaufen kannst, kannst einfach in die Tonne schmeißen. Das hilft gar nichts, ja. Du musst es halt in einem richtigen Setting machen, ja. Und du musst dich auch dauerhaft um deinen Darm kümmern. Weil wenn du jetzt eine Stoffwechselkur machst, okay, die kann dich wieder auf Status quo bringen, aber wenn du danach nicht lernst, wie du dich ordentlich ernährst und wie du auch Dinge weglässt, die dir vielleicht nicht gut tun, dann bringt das Ganze gar nichts, ja. Also die Leute geben teilweise Geld für diese Scheiße aus, sorry, dass ich da so direkt bin, aber da muss man echt wirklich, wirklich schauen und sowas wie eine Darmsanierung gibt's auch nicht, ja. Also klar kannst du dich um deinen Darm kümmern und du kannst schauen, dass die Bakterienzusammensetzung deines Mikrobioms, ja, also deines Darmmikrobioms, die Summe aller Darmbakterien, dass die so ist, wie sie sein soll, dass sie nicht zu wenig Schlechte hat und nicht zu viel Schlechte, nicht zu wenig Gute, dass du keine Fäulnisbakterien hast, dass du kein Leaky Gut hast. Aber nur wenn du dann eine Darmsanierung machst und dann vielleicht, keine Ahnung, mit Chlorella oder irgendwas, da gehört halt ein bisschen mehr dazu, als sich dann da kurz darum zu kümmern. Dann ist vielleicht wieder erstmal gut, aber dann kommt die erste Butterbreze wieder oder keine Ahnung, wenn du mit Lektinen ein Thema hast, dann isst du wieder Tomaten und du hast die ganze Scheiße wieder da. Ja, also, heute bin ich echt direkt, sorry. Also das ist wirklich echt wichtig, dass du dir dann da auch einen Experten an die Hand nimmst vielleicht, der das mit dir durcharbeiten kann, ja, weil sonst gibst du Geld für Zeug aus, was halt irgendwie nichts bringt. Kannst du einen guten Vitamin B-Komplex bei Histaminintoleranz empfehlen? Mhm, auf jeden Fall, also ich bin ein Riesenfan von Naturtreu, die haben auch ganz tolle Vitamin B-Produkte. Die haben einen Vitamin B-Komplex, ich glaube nervenstark, bin ich mir gerade unsicher. Musste einfach mal googeln bei Naturtreu und mal einfach Vitamin B-Komplex eingeben, dann kommt der schon gleich. Und die haben auch Vitamin B12 Tropfen, also manche oder viele, gerade wenn man sich vegetarisch oder vegan ernährt, ist ja Vitamin B12-Mangel gar nicht so selten, sag ich mal. Und die haben tatsächlich ein flüssiges Vitamin B12, was du dann einfach nur auf die Zunge machst und das ist dann auch viel besser aufnahmefähig als in Kapseln. Ja, das kann der Körper viel besser verarbeiten, annehmen und damit arbeiten. Finde ich richtig cool. Ich glaube, das ist nervenstark,
ist der, der ist der sind die Kapseln und dann gibt es noch das den Vitamin B12-Komplex. Naturtreu ist Bombe, sagte Stefan. Haben wir hier zwei Stefans, zwei unterschiedliche Stefans wahrscheinlich. Basische Ernährung, ja, aber das wird auch immer sehr, sehr gehypt und dann heißt ja nur noch basisch ernähren. Ah, das ist halt auch leider nicht die richtige Richtung, ja. Und wenn du quasi aufpasst, dass du dich nur basisch ernährst und dann halt leider die ganzen anderen Dinge nicht mehr isst, ist halt auch nicht gut, ja. Also kann man mal machen, wenn man einfach ein Reset macht oder man macht so ein, zum Beispiel ein Scheinfasten und isst dann auch nur gedünstetes Gemüse oder so, das ist halt natürlich schon eine coole Sache, aber halt auch nicht auf Dauer, ja. Und die meisten sagen halt, ich bin total übersäuert und jetzt muss ich mich basisch ernähren, aber eigentlich sind sie gar nicht übersäuert, ja. Das hat einfach andere Probleme, andere, was sagt man dann, andere Gründe. Okay, ist es ungesund, einmal im Monat Apfelsalz zu nehmen? Also grundsätzlich, ob es jetzt gesund ist oder nicht, da kann ich dir nicht viel dazu sagen. Ich würde es nicht machen. Auch wenn ich faste, würde ich nicht, also das hat man ja früher gelernt, das habe ich in meiner Ausbildung auch noch gelernt, dass man abführt, bevor man fastet, weil das ist einfach, weiß man mittlerweile, dass es nicht nötig ist. Ja? Erstens ist es unangenehm. Vollkommen unangenehm. Aber gut, wer sagt, ist mir scheißegal, ich mach's trotzdem, kann das ja machen. Aber du hast dabei auch eine immense Menge an Darmbakterien, die du einfach mal zerstörst. Und leider auch gute. Warum will ich das machen? Möchte ich nicht, oder? Hat man halt damals gesagt, das heißt damals, also wie gesagt, ich habe es auch noch in meiner Ausbildung gelernt, dass das ganz gut ist, bevor man fastet, kann man einfach abführen. Oder halt eben diese Apfelsalze, da gibt es ja 100.000 Möglichkeiten, wie man das machen kann, einfach mitzunehmen. Musst du nicht. Es gibt vielleicht einfach besondere Situationen, Verhältnisse im Darm, wo es vielleicht dann doch mal Sinn macht, aber da würde ich nie einfach selber irgendwas machen und irgendwas nehmen. Da geh bitte zu einem Experten und lass erstmal messen, wie es ausschaut bei dir. Und wenn dann, also wenn zum Beispiel meine Therapeutin, ja, ich arbeite mit Frau Dr. Elke Lorenz, manche kennen sie vielleicht von euch sowieso, wenn die mir sagen würde, mach das, dann würde ich es machen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass sie mir das auch nicht sagt, dass ich das machen soll. Ja? Es gibt vielleicht besondere Situationen, wo man das vielleicht machen kann, aber vor allem auch nicht regelmäßig, einmal im Monat. Du zerstörst einmal im Monat alles, was du hast in deinem Darm. Ja, weiß ich nicht. Also würde ich nie machen. Haferflocken höre ich immer, sollen gut sein. Witzig, dass in jedem Live Haferflocken auftauchen. Die Frage ist gut für was? Was ist dein Ziel? Ja. Also wenn du dann nach deinem Haferflockenfrühstück 5 Stunden auf dem Berg gehst, dann sage ich, na klar, kannst du Haferflocken essen. Wenn du aber abnehmen willst, 20 Kilo Übergewicht hast und dich 8 Stunden nach deinem Haferflockenfrühstück auf deinen Arsch in deinem Büro sitzt, brauchst du keine Haferflocken essen. Ja? Also du siehst schon, einfach zu sagen, Haferflocken gut oder schlecht, da muss ich mehr dafür wissen. Ja? Und generell meine Zielgruppe, die hier zuschaut, Menschen mit Insulinresistenz, die abnehmen wollen und schon alles versucht haben, es nicht klappt, die vielleicht auch in den Wechseljahren sind, was auch immer, denen rate ich pauschal nicht unbedingt zu Haferflocken. Ja? Die haben lieber ein Frühstück mit gesunden Fetten und Eiweiß und nur gesunden Fetten und Eiweiß ohne Kohlenhydrate, damit eben nicht morgen schon eine Blutzuckerspitze entsteht. Und Grund Nummer 2, dass eben der Fettstoffwechsel vielleicht auch mal starten kann. Weil wenn man schon über die Nacht 8, 9, 10 Stunden nichts gegessen hat, dann noch ein Frühstück anhängt ohne Kohlenhydrate oder vielleicht Intervallfasten macht und gar kein Frühstück isst und dann 14, 16, 18, 20 Stunden vielleicht mal nichts isst, dann kannst du ziemlich sicher gehen, dass dein Fettstoffwechsel langsam arbeitet. Ja? Außer du merkst, dir geht es richtig scheiße und du brauchst was zu essen, dann wird wahrscheinlich der Fettstoffwechsel nicht anfangen, weil dann wird dein Körper dir signalisieren, hey, my lady, oder hey, Sir, ich brauche bitte noch was zu essen, schieb mir irgendwas rein, weil ich sterbe gleich, dann fühlst du dich richtig, richtig schlecht. Aber das ist auch ein Zeichen, dass dein Fettstoffwechsel halt dann nicht funktioniert. Der springt dann nicht wirklich an, der Körper fängt nicht an, Ketone zu produzieren. Deswegen das beste Frühstück eigentlich an sich grundsätzlich ist dann erstmal wirklich eins ohne Kohlenhydrate, nur mit gesunden Fetten und Eiweiß. Dann kannst du natürlich immer abwägen, okay, was habe ich heute vor? Was ist mein Ziel? Ey, wenn ich dann 2 Stunden ins Wasser gehe zum Surfen, dann schneide ich mir da auch einen halben Apfel rein oder so, ja. Gar kein Thema. Oder gerade im Moment arbeite ich auch daran, mein Stresslevel zum Beispiel zu verbessern. Und dann habe ich aufgehört, immer mit Intervallfasten zu machen, dass ich halt, ich habe eigentlich 2 Jahre lang wirklich
meine erste Mahlzeit so um 11, 12, 1, 2 gegessen, wann ich halt mit meinem Live fertig war, beziehungsweise wann ich halt dann Hunger hatte. Und ich hatte vorher einfach auch nicht viel Hunger. Und jetzt mache ich halt, jetzt gebe ich meinem Körper mal wieder einen anderen Reiz und signalisiere ihm, hey cool, schau mal, jetzt kriegst du immer dein Frühstück, auch wenn es nur eine kleine Portion ist oder so. Und dann ist das in Ordnung, ja, damit er auch einfach das Stresslevel ein bisschen gesenkt werden kann, ja. Also man muss sich das immer schon noch ein bisschen individuell anschauen. Und so allgemeine, pauschale Empfehlungen sind halt immer schwierig. Ja, natürlich habe ich auch mal so ein Reel gemacht, wo das dann so empfohlen wird, aber das ist halt ein Reel. Aber wenn wir im Live sind hier, dann kann man dann natürlich viel, viel detaillierter einfach reingehen. Geht es jetzt gerade um Abnehmen oder Blutzuckerspiegel stabil halten? Beides, ja. Das eine schließt ja das andere nicht aus. Wenn du abnehmen möchtest, solltest du deinen Blutzucker definitiv stabil halten. Und wenn du ihn stabil hältst, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du dünn bist oder dass du auf dem Weg bist, Gewicht zu verlieren, beziehungsweise auf dem Weg bist, gesund zu werden, auch größer. Ja? Also die beiden kommen zusammen, das ist ein Doppelpack. Du kannst jetzt sagen, okay, hier geht es ums Abnehmen, hier geht es ums Blutzucker stabil halten. Ich gehe mal zum Abnehmen. Nee. Ja, weil dann hast du Menschen da sitzen, die dir erzählen, Kaloriendefizit und Bewegung und komm, wir nehmen jetzt ab. Du musst ein bisschen mehr dazu wissen. Das ist einfach so, so wichtig, dass halt einfach der Blutzucker, mit dem steht und fällt dein Leben, mit dem steht und fällt deine Gesundheit, mit dem steht und fällt einfach auch dein Abnehmerfolg. Das ist ganz, ganz wichtig. Und wenn du jetzt erst zugekommen bist, dann schau dir gerne einfach nochmal den Start an von dem Live. Ich speichere das nachher auch ab, wird später auch hochgeladen auf YouTube, wird später auch hochgeladen auf Facebook. Und dann schau dir das gerne nochmal an, wie Blutzuckerspitzen entstehen, was Auswirkungen sind. Hallo Dani, hallo Inna. Was Auswirkungen sind, kurzfristig, langfristig und ja, tatsächlich einfach, wie sie entstehen, das ist super, super wichtig. Ich denke, solange es ballaststoffreich ist, sättigt es länger und es kommt immer noch drauf an, was. Ja, Ballaststoffe machen natürlich satt. Ballaststoffe, wie ich vorher auch erwähnt habe, hey, immer Ballaststoffe vorab essen. Ballaststoffe, Salat, Gemüse als allererstes, dann die gesunde Fette, dann Eiweiß als letztes die Kohlenhydrate. Und wenn du immer vor deiner Mahlzeit mit Ballaststoffen startest, dann hast du auch automatisch, bist du sehr, sehr gut zu deinem Blutzucker. Ja? Wenn du dann natürlich später dann noch irgendwie eine Pizza isst und ein Weißbrot und dann noch eine Tafel Milka-Schokolade, hast du trotzdem wahrscheinlich einen relativ starken Blutzuckeranstieg, aber auch geringer, wie wenn du davor die Ballaststoffe nicht essen würdest. Ja? Also Ballaststoffe ist tatsächlich die Antwort auf sehr vieles hier. So, was haben wir noch? Blutzucker ist im Normalbereich nach dem Essen. Habe trotz dessen eine Insulinresistenz. Ist das normal? Ja, definitiv. Also du warst wahrscheinlich am Anfang vom Live nicht dabei, sonst würdest du die Frage wahrscheinlich nicht stellen. Oder ich habe es so schlecht erklärt, dass man es nicht verstanden hat. Das kann natürlich auch sein. Das ist ja gerade die Krux. Der Blutzucker ist lange, lange, lange noch im normalen Bereich. Das heißt, er ist nüchtern nicht zu hoch, er ist nach dem Essen nicht zu hoch, der ist völlig normal und der Arzt würde sagen, sie sind vollkommen gesund. Trotzdem hast du eine Insulinresistenz. Und deswegen ist es halt so wichtig, das Insulin zu messen und nicht nur die Glucose. Also nüchtern Insulin im Serum zu messen, beziehungsweise gleich einfach mal den Hummer-Index zum Beispiel nehmen. Da hast du nämlich den Blutzucker, also den nüchtern Blutzucker und das nüchtern Insulin in Relation gebracht. Das wird durch einen Wert geteilt und dann kommt da eine Zahl raus. Und alles, was tatsächlich über 2 ist bei dem Hummer-Index, hallo Silke, ist definitiv eine Insulinresistenz. Und das ist halt einfach so wichtig, diesen Test auch zu machen. Einerseits, dass du natürlich einen Ausgangswert hast, dass du weißt, okay, wo starte ich denn? Weil ganz oft ist es so, dass man auf der Waage noch gar nicht so viel sieht und man denkt, es passiert irgendwie nichts. Im Körper passiert aber massig und richtig, richtig viel. Und dann würde man das halt bei solchen Werten dann sehen. Wie hoch darf der Blutzucker denn nach dem Essen sein? Auch eine coole Frage, können wir gerne nochmal darauf eingehen, Alia. Also grundsätzlich sollte er erstmal nüchtern unter 100 sein. Ja? Alles, was nüchtern Blutzucker über 100 ist, ist ein Prädiabetes. Alles, was nüchtern Blutzucker über 120 ist, ist ein Diabetes. Punkt. Das kann man sich super leicht merken. Nach dem Essen sollte dein Blutzucker jetzt nicht wahnsinnig viel mehr als 140 steigen. Ja? 140 Milligramm pro Deziliter. Wenn du jetzt aber eine Pizza isst,
ich, ein Apfel auf nüchtern Magen, bin ich bei 160, ja? Also es gibt auch mal Essen, Mahlzeiten, wo das mal nicht nur die 140 ist, wo es mal höher ist. Aber grundsätzlich als Richtlinie wäre das eigentlich ganz cool. Dann sollte er 2 bis spätestens 4 Stunden nach dem Essen wieder unter 100 sein. Das sind so die wichtigsten Werte. Das, wenn du dir merkst, ist schon mal sehr, sehr viel. Wenn du es dir nicht merken kannst, frag einfach Google. Google weiß ziemlich viel, Google weiß alles. Und wenn du das eingibst, Blutzuckerwerte, dann kriegst du 100.000 Tabellen, wo genau das so drin steht, wie ich es dir jetzt gesagt habe. Fakt ist halt, das kann alles toll sein und im grünen Bereich, aber trotzdem hast du einfach eine Insulinresistenz, weil Insulin einfach schon viel mehr gebraucht wird, wie ich es vorher erklärt habe. Wir brauchen eine viel größere Menge an Insulin, um den Blutzucker in Schach zu halten. Und dann haben wir halt einfach die Insulinresistenz. Bedeutet, Insulinresistenz heißt nichts anderes als zu viel Insulin im Blut, also eine Hyperinsulinämie sozusagen. Ja, ist der Fachbegriff dafür. Wenn die Insulinlevel im Blut zu hoch sind. Und das kannst du halt nicht zu Hause messen. Und das wird auch ganz in vielen Fällen der Arzt nicht von alleine messen. Das heißt, du musst da hingehen und sagen, ich möchte das und ich möchte das. Ja? Und oft wird dir auch dieser OGTT gemacht, dieser orale Glukosetoleranztest. Super, aber auch da wird dann immer nur die Glukose angeschaut. Das ist, wer das nicht kennt, das ist dieser Test, wo du diese eklige Zuckerlösung trinken musst beim Arzt. Speibst dich fast an, weil es so widerlich ist. Und dann wird davor gemessen, danach gemessen, halbe Stunde danach, 2 Stunden danach, keine Ahnung, ich glaube 3-4 Mal wird da gemessen, um zu sehen, wie du dann dein Körper darauf reagiert. Wenn du jetzt den Test machen lässt, dann besteh darauf, dass auch nicht nur die Glukose dafür gemessen wird, sondern auch das Insulin. Dass wir sehen, wie verhält sich die Glukose und dass wir auch sehen, wie verhält sich das Insulin. Weil ganz oft haben wir dann Glukosewerte, wo wir sagen, hey, passt, aber halt Insulinwerte, wo wir sagen, ach du Scheiße, was ist denn hier los, ja. Und dann weißt du einfach mal, wir haben eine dicke, fette Insulinresistenz. Das wäre einfach auch ein Test, den du noch machen kannst, wenn dein HOMA-Index unter 2 war und du aber trotzdem diese Symptome hast, die ich aufgezählt habe. Ja, also ständig Heißhunger, ständig müde, du kannst nicht länger ohne essen, du hast Bluthochdruck, du hast vielleicht Fibrome am Hals, du hast ständig Kopfschmerzen, vielleicht Rückenschmerzen, Gelenkschmerzen. Wenn du all diese Dinge hast, dann stimmt ja auch irgendwas nicht. Ja? Zusätzlich Bauchfett und du kannst nicht abnehmen, kannst du 100% sicher sein, dass wir da irgendwo eine Insulinresistenz mit auf dem Weg haben. Wahrscheinlich noch ein paar andere Baustellen auch. Aber das Coole ist, halt wenn man an einer Baustelle arbeitet, ist die Wahrscheinlichkeit, dass halt andere Baustellen im Körper auch tendenziell ein bisschen besser werden, weil die Basis ist halt immer, sind die stillen Entzündungen, die Wurzel jeden Übels in deinem Körper sind stille Entzündungen. Daraus resultiert dann die Insulinresistenz, ja, oder anders. Blutzuckerspitzen entstehen ja vielleicht auch bei einer Insulinresistenz, ja, weil dann irgendwann das Insulin so hoch ist, aber dann, du hast eine Insulinresistenz, aber Insulin reicht dann auch nicht mehr, um den Blutzucker in Schach zu halten. Von dem her, geh da einfach sicher, dass du wirklich messen kannst. Also wir haben jetzt schon gesagt, Zimt ist gut, ja, da sind wir eigentlich stehen geblieben. Ihr könnt gerne noch mal reinschreiben, was ihr nutzt, um euren Blutzuckerspiegel stabil zu halten, wie ihr esst. Wir haben gesagt, Ballaststoffe vorab, wir haben gesagt, die Reihenfolge der Lebensmittel in deiner Mahlzeit ist extrem entscheidend. Das haben wir auch gesagt, nicht ständig snacken, ja, 2 bis 3 Mahlzeiten am Tag sind vollkommen ausreichend. 2, wenn du Intervallfasten machst, 3, wenn du deine normalen 3 Mahlzeiten isst. Wunderbar. Ja, mehr braucht es einfach nicht. Du musst nicht alle 2 Stunden irgendwas reinschieben. Und wenn du das Gefühl hast, du brauchst es, weil du es einfach, weil es nicht anders geht, weil es dir dann schlecht wird oder weil es dir dann nicht gut geht, weil du dann zitterst, weil dein Kreislauf in den Keller geht, kannst du ziemlich sicher gehen, dass da einfach eine Insulinresistenz da ist, weil es ist definitiv nicht normal. Und dann kannst du da Schritt für Schritt dran arbeiten, indem dass du deine Ernährung auf blutzuckerkonforme Ernährung umstellst und einfach schaust, dass er stabil bleibt, dein Blutzucker, nicht den ganzen Tag Achterbahn fährt. Und dann hast du auch die Möglichkeit, das Ganze zu verbessern für dich. Man sollte, was die Verdauung und so weiter betrifft, vor und nach den Mahlzeiten nichts trinken, natürlich Tabletten einnehmen, ausgeschlossen. Das ist auch ein cooler Tipp, also ich beherzige das auch. Meine Familie und meine Freunde finden das immer total komisch, weil wenn aufgedeckt wird bei meiner Familie, boah, ich schwitze schon voll hier, aber man sieht es noch nicht, dann gibt es immer bei uns Gläser dazu. Ja, es ist keine Mahlzeit, wo nicht ein Glas mit aufgedeckt wird. Und schon langsam jetzt nach, glaube ich, 5 Jahren,
Meine Mama weiß jetzt zumindest, mir braucht man kein Glas hinstellen, weil ich trinke nicht. Entweder esse ich oder ich trinke. Ja, Punkt so. Also das ist halt einfach, ja. Also man kann ja dann einfach eine halbe Stunde, Stunde davor, kann ich ja noch ordentlich Wasser trinken und eine Stunde danach kann ich auch wieder Wasser trinken. Ich werde zwischendrin nicht verdursten. Wenn ich halt mal irgendwie das merke, irgendwie was Scharfes gegessen oder jetzt trinke ich doch einen Schluck dazu, dann geht die Welt auch nicht unter, dann mache ich das halt. Aber ich plane jetzt nicht, dass ich dass ich ein Glas Wasser zu meiner Mahlzeit trinke. Außer ich nehme meine Supplemente dazu. Habe ich heute auch wieder gemacht. Nach dem Essen habe ich die alle, nehme einige Supplemente und dann habe ich ganz viel Wasser dazu genommen, habe die alle auf einmal geschluckt und dann nach dem Essen, ich war so voll einfach nur. Ich habe schon sehr viel gegessen und dann auch noch die Supplemente mit dem Wasser. Ja, warum, fragst du dich jetzt, warum soll ich denn nicht trinken? Für die Verdauung, sagst du, ja? Definitiv, weil ganz konkret, Wasser verdünnt deine Magensäure um das Siebenfache. Die Magensäure soll ja ganz, ganz sauer sein, die soll ja ätzend sein, damit sie den Inhalt des Magens schnell zersetzen kann. Wenn du jetzt aber die ganze Zeit Wasser reinschüttest, wenn der Magen aber eigentlich ja verdauen soll, dann verdünnst du die Magensäure um das Siebenfache. Deswegen sagt man, nicht essen, wenn du nicht trinken, wenn du isst. Ganz einfach. Hilft dir natürlich enorm für die Verdauung, weil es dann besser verdaut wird, weil die Magensäure erstmal alle Vorarbeit leisten kann. Das heißt, es kommt dann schon gut vorverdaut an im Darm. Und wenn es dann ganz durchgeht durch den Darm, kommt es halt unten aus, wie es ausschauen soll. Ja? Wer sich jetzt fragt, ja, wie soll es denn ausschauen? Definitiv nicht flüssig, definitiv nicht zu hart. Die Farbe ist da auch entscheidend. Ja? Das heißt, du kannst mal googeln, und wir wollen es jetzt nicht so eklig machen, dieses Live, aber das ist so wichtig. Google mal die Bristol Stool Skala auf Englisch. Da siehst du, ich glaube, es gibt 7 verschiedene. Ja, ich glaube. Und Nummer 4 so soll der Stuhl aussehen. Ja? Das heißt, flach, also nicht irgendwie, okay, wir wollen das jetzt nicht so, wenn ich das jetzt beschreibe, ist das wahrscheinlich super eklig für viele. Also ich rede tagtäglich über Stuhl, weil das gehört einfach dazu, auch zu meiner Arbeit. Aber vielleicht sind hier manche im Live, die sagen, ach du Scheiße, das kann ich mir nicht anhören, im wahrsten Sinne des Wortes. Google das mal, wenn dich das interessiert. Und die meisten, der Stuhl der meisten Menschen sieht leider nicht so aus, wie er aussehen soll. Wenn er zu flüssig ist, wenn er in so Stückchen rauskommt, wenn er halt zu hart ist, wenn die Oberfläche nicht so schön flach ist, wenn die Farbe nicht passt, ist irgendwas nicht okay. Ja. Das kann mal sein, wenn man was erwischt hat, was man nicht verträgt, weil man nicht gut gekaut hat, weil man vielleicht zu viel Wasser getrunken hat beim Essen. Aber wenn das dauerhaft einfach nicht so ist, dann geh dem mal nach. Genau. Gut zu wissen, ich habe immer zum Essen getrunken, dann werde ich das mal ändern. Ja, schade, Patrick ist in fast jedem von meinen Lives dabei und hat heute noch was Neues gelernt. Das ist doch hier das Highlight des Tages, das freut mich. Sehr cool. Gut, was kannst du jetzt noch machen, um den Blutzucker stabil zu halten? Wollen wir das mal nicht hier in die Länge ziehen, sondern ich überlege jetzt, was noch fehlt. Wir haben eh schon super, super viel besprochen. Du kannst natürlich spazieren gehen nach dem Essen. Ja, Bewegung nach der Mahlzeit senkt auch den Blutzucker. Davor vielleicht ein Training machen, wenn du weißt, heute geht's Pizza essen. Ja, und du hast so Bock auf eine Steinofenpizza und heute ist eine Ausnahme und du isst definitiv diese Pizza. Dann wär's schlau, hallo Teresa, dann wär's schlau, davor vielleicht ein Krafttraining zu machen, dann eben Pizza zu essen, davor. Also gerne kannst du Ketone vor dem Krafttraining trinken, aber ich würde dann auch nach dem Krafttraining, beziehungsweise bevor du dann deine Pizza isst, eine halbe Stunde vorher, unbedingt nochmal eine große Portion Ketone trinken. Sinkt nämlich auch den Blutzucker deiner Mahlzeit. Ketone regulieren nämlich deinen Blutzucker, das ist richtig, richtig spannend. Und nach der Pizza dann einfach noch eine halbe Stunde spazieren gehen. Und mach das gerne mal, wenn du zum Beispiel so einen Blutzuckersensor trägst, mach mal einfach nur Couch, Pizza, Couch. Und mach mal Krafttraining, Ketone, Pizza, spazieren gehen. Und schau, was der Blutzucker anders macht. Super spannend. Also ich finde es total spannend. Ich möchte immer alles ausprobieren. Und so kannst du halt auch gezielt Dinge, wo du weißt, es tut deinem Blutzucker jetzt nicht gut und es ist auch nicht unbedingt gesund, diese Dinge trotzdem hin und wieder essen einfach. Ich muss nur gerade ein bisschen wedeln hier, weil ich schmelze. Du weißt, es ist nicht gesund. Aber du kannst es halt
gesund für den Blutzucker, ja, gesund in ganz vieler, in allerlei Hinsicht, ja, völlig egal. Aber du kannst es halt dann doch mal essen, ja, 80-20-Regel empfehle ich da, mal essen, wenn du halt gut vorsorgst, ja, wenn du eben dein Training vorher machst, die Ketone trinkst und danach spazieren gehst. Übrigens, Eisbaden senkt auch den Blutzuckerspiegel. Richtig cool, vor allem jetzt im Winter bei euch in Deutschland, es ist ja saukalt mittlerweile, die Seen sind, keine Ahnung, wie viel Grad, aber auf jeden Fall kalt genug, um Eisbaden zu gehen, schön langsam. Vielleicht auch ein Bach oder ein Fluss, so mit nicht so viel Strömung. Nutz es aus, geh jeden Morgen Eisbaden oder 2-3 Mal die Woche. Definitiv, fang langsam an. Oder hol dir so eine Wanne für zu Hause, wenn du einen Garten hast, mega. Also wenn ich einen Garten hätte, ich würde mir sowieso sofort sowas im Winter hinstellen. Das ist einfach richtig, richtig genial. Und kannst du halt einfach deine Eisbadeneinheiten machen. Senkt auch den Blutzucker, hilft dir auch schneller, die Insulinresistenz umzukehren. Was übrigens auch ganz toll ist, um die Insulinresistenz zu brechen, ist Fasten. Also wenn du länger auch fastest, nichts isst, also Wasserfasten machst und das auch regelmäßig und öfter, hast du auch die Möglichkeit, deine Insulinresistenz zu brechen. Es schaffen auch ganz viele Leute ohne Fasten, ganz klar, das ist auch möglich. Es dauert halt ein bisschen länger, wenn du regelmäßig Fastenperioden einbaust und aber auch Eisbadenperioden, das klingt jetzt, ob du stundenlang Eisbaden würdest, nein, einfach Tage, an denen du Eisbaden gehst, super, also richtig, richtig cool. Das sind noch so ein paar Geheimtipps. Und dann natürlich mit Supplementen, die noch helfen. Exogene Ketone haben wir schon angesprochen. Hier haben wir jemanden gehabt, der hat gesagt, Zimt. Kannst du natürlich immer machen. Apfelessig auch vor der Mahlzeit senkt den Blutzucker. Das sind halt so Tipps und Tricks. Ich empfehle für meine Kundinnen auch immer noch, gerade wenn Kombination PCOS auch vorliegt, also polyzystisches Ovar-Syndrom. Ich sage immer ganz salopp ausgedrückt, Insulinresistenz der Eierstöcke. Dann ist Myo-Inositol sehr, sehr cool, weil das Inositol, also Myo-Inositol ist einfach nur eine Art, eine bestimmte Form vom Inositol, die super bioverfügbar ist, einfach die, die am meisten bioverfügbar ist und die sorgt dafür, dass die Zellen wieder sensitiver dem Insulin gegenüber wird. Also wie funktioniert das? Das heißt, das Inositol dockt am Rezeptor der Zelle an, hat eine Information dabei für einen Stoff in der Zelle. Das Inositol geht aber nicht in die Zelle rein, das dockt nur an am Rezeptor und übergibt diese Information, die es dabei hat, an den Stoff in der Zelle. Und dieser Stoff in der Zelle geht dann mit dieser Information an das Zielorgan. Ja, gehen wir wieder zu unserem Beispiel PCOS, in dem Fall an das Ovar, ja, an die Eierstöcke. Und das macht das Inositol an ganz vielen Stellen im Körper. Also es agiert wie eine Art Second Messenger sozusagen. Heißt, sorgt einfach dafür, dass die Kommunikation wieder besser funktioniert. Sagen wir es einfach ganz, ganz einfach ausgedrückt. Und das, wenn du halt regelmäßig nimmst zusätzlich, ist dann, ich empfehle immer die Frauenstärke von Naturtreu, da ist Myo-Inositol drin und Mönchspfeffer auch, ist natürlich beim Thema PCOS wirklich eine ganz, ganz coole Sache und hilft dann auch schneller wieder eben beides umzukehren. Ja? Das kommt ja auch immer im Doppelpack. Was kann man noch für Supplemente nehmen, um den Blutzucker zu senken? Also Berberin ist mit eines der bekanntesten. Berberin hat, es gibt schon Studien, die wirklich zeigen, dass Berberin genauso wirkt wie Metformin, also das Medikament Metformin. Aber es ist halt natürlich und schadet dem Körper nicht. Das heißt, Berberin einzusetzen macht durchaus Sinn. Chrom und Cholin sind da auch ganz, ganz coole Gamechanger, wenn es um das Thema Blutzucker geht. Da hat zum Beispiel Everydays auch einen ganz tollen Stoffwechselkomplex, der heißt Lean, also L-E-A-N, Lean, also schlank auf Englisch. Und das kannst du halt vor deinen Mahlzeiten zu dir nehmen, also vor deiner Mittagsmahlzeit zum Beispiel oder vor einer Mahlzeit, wo du weißt, okay, hier kommt wirklich einiges an, ja, an Zucker, an Kohlenhydraten oder einfach nur generell pauschal vor jeder Mahlzeit kann ich dir das empfehlen, wenn du deine Insulinresistenz besiegen möchtest, wenn du deinen Blutzucker stabil halten willst, ein ganz tolles Supplement. Oder auch alternativ ähnliche Zusammensetzung, da bei Lean ist auch Berberin, glaube ich, mit drinnen und alle Zusammensetzungen gibt es auch von Naturtreu, der Stoffwechsel-Metabolismus-Konzept, da haben wir, glaube ich, auch Chrom und Cholin mit drinnen und noch irgendwas, was mir gerade nicht mehr einfällt, ist aber auch egal, ist auch cool, kannst du auch nutzen, um den Blutzucker zu senken. Also das wären halt so ein paar Tipps und Tricks, wie du dir halt einfach helfen kannst. Und was ich halt gemerkt habe mit den exogenen Ketonen, das ist einfach phänomenal, weil, also da gibt es ja auch mittlerweile schon sehr, sehr viele Studien. Eine Meta-Analyse im Besonderen, die ich halt richtig faszinierend finde, das waren fast 500 oder über 500 Leute, die man sich da angeschaut hat. Es war eine Meta-Analyse, also mehrere Studien zusammengepickt.
Und dann hat man gesehen, dass nur durch die Gabe eines RBHB-Supplements, also eines Beta-Hydroxybutyrat-Supplements, also eines Ketonkörper, also einer Ketonkörpersupplementierung. Also RBHB ist rechtswirkendes Beta-Hydroxybutyrat, eine Art von Ketonkörper, nämlich die gleichen, die dein Körper auch herstellt, wenn du dich ketogen ernährst. Und wenn du dieses Supplement extern zuführst, in Form von exogenen Ketonen, in Form von Ketonsalzen, aber auch in Form von Ketonestern haben die das gemacht. Ciao Patrick, bis zum nächsten Mal, bis morgen. Morgen bin ich abends live, ja. Also morgen 18.30 Uhr eure Zeit. Es wird um Migräne tatsächlich gehen, Insulinresistenz und Migräne. Super, super spannend. Ich darf eine liebe Kollegin auch interviewen, die Michelle, die betroffen ist durch, von Migräne. Und die wird einiges auf den Tisch legen, was die meisten von euch wahrscheinlich noch nicht so wissen. Also super spannend, wenn du morgen wieder dabei bist, Patrick. Und ich wünsche dir einen schönen Tag. Danke, dass du live dabei warst. So, wo war ich jetzt stehen geblieben? Ah ja, Supplemente, genau. Bei den exogenen Ketonen. Das heißt, was ich jetzt dazu noch sagen wollte, weiß ich gar nicht mehr. Ich trinke mal einen Schluck. Nee, aber von der Studie habe ich erzählt. Genau. Das heißt, man hat gesehen, dass durch die Gabe von Ketonsalzen und Ketonestern alleine, die Menschen haben noch nicht mal ihre Ernährung umgestellt, haben sich die Blutzuckerwerte signifikant verbessert über eine längere Einnahme von Ketonsupplementen wie Ketonsalzen und Ketonester. Und das ist halt Wahnsinn. Ich sage immer zu meinen Kunden, zu meinen Followern, du brauchst nicht glauben, dass du nur Ketone trinkst und abnimmst, aber offensichtlich nur Ketone trinken hilft schon den Blutzuckerwerten. Ja, das ist natürlich nicht erstrebenswert, dass wir nur das machen. Wir wollen ja das ganze Paket lernen. Wir wollen lernen, wie wir einen gesunden Lebensstil an den Tag legen, mit Ernährung, mit Bewegung, mit Schlaf, mit Nährstoffe und mit Stressmanagement. Das lernst du einfach alles bei mir. Und zusätzlich kannst du dich da natürlich noch unterstützen lassen von diversen Supplementen, die wir jetzt eben schon besprochen haben. Und wenn du sagst, es mit den Ketonen klingt spannend, du kannst jederzeit in den Linktree gehen, in meinem Profil, der allererste Link. Dort kannst du draufklicken, du landest in meinem WhatsApp, gerne einfach noch deinen Namen dazu schreiben, dass du mit im Live warst, dann kann ich dich gleich zuordnen, dann schicke ich dir gerne erstmal mehr Infos zu den Ketonen und auch gerne den Shop-Link, wenn du sie ausprobieren möchtest. Gerade haben wir auch noch ein cooles Angebot, auch für Neukunden, also ist auf jeden Fall eine schöne Sache. Ja, so weit, so gut. Also wie gesagt, morgen bin ich wieder live, 18.30 Uhr eure Zeit. Ich hoffe, dass es hilfreich war für euch. Also vor allem jetzt am Ende auch die Tipps, wie du die Blutzuckerspitzen vermeiden kannst. Und vielleicht hast du hoffentlich auch ein bisschen besser verstanden, wie sie entstehen und was die Auswirkungen kurzfristig und langfristig sind. Und dass es deswegen einfach so wahnsinnig wichtig ist, dass du lernst, wie du dich blutzuckerkonform ernähren kannst, um einfach dauerhaft gesund zu bleiben und natürlich auch abzunehmen, ganz klar. Einmal letzte Frage noch von der Alia. Alia, ich hoffe, ich spreche deinen Namen richtig aus. Wirken sich Zero-Getränke auf den Blutzucker aus? Also da scheiden sich ja auch die Geister. Am besten sage ich, messe mal, dann siehst du es, ja. Also ich habe schon gemerkt, dass bei so einer Coke Zero irgendwie, also irgendwas mag mein Blutzucker da nicht. Ja, es gibt tatsächlich Studien, die zeigen, damit steigt nichts an. Ich weiß es nicht. Es gibt solche und solche Aussagen. An sich ist es nicht gedacht, dass es ansteigt. Jeder ist natürlich wieder individuell. Zusätzlich hast du ja auch bei diesen Dingen Aspartam und Zeug mit drin, wo du ja nicht nur wegen dem Blut, also nicht nur deswegen, sondern halt auch einfach, weil du weißt, es tut dir eh nicht gut. Die Dosis macht natürlich das Gift. Aber wenn du einmal im Monat eine 0,33 Coke Zero trinkst, alles gut, ja, kannst du natürlich machen. Aber wenn du jetzt jeden Tag eineinhalb Liter trinkst, sieht es natürlich auch wieder anders aus, ja. Also das ist immer die Dosis macht das Gift. Von dem her, ich würde es eher vermeiden, solche Sachen. Aber wenn es mal ist, weil du es irgendwo bist und es bestellen willst und du willst kein Wasser trinken, ja, dann ist es auch nicht schlimm. Ja? Vorsicht nur vor diesen Light-Sachen, ja. Also Zero-Getränke ist nochmal das eine. Aber die Light-Sachen haben halt meistens auch mehr Zucker. Und trotzdem aufpassen, je nachdem bei welchen Zero-Getränken, bei Coke Zero oder so, weiß ich, da ist das nicht drinnen. Aber es gibt halt auch so Zero-Eistees oder so. Ganz oft sind in solchen Zero-Getränken Dinge wie Maltit oder Maltodextrin auch drinnen. Die zwei Sachen, schreibt ihr das noch auf, das ist wahnsinnig wichtig. Maltit oder Maltodextrin, wenn irgendwo drin ist, egal ob jetzt ein Getränk oder ein Riegel oder ein Proteinpudding oder was auch immer, ein vermeintliches Abnehmprodukt oder ja, oft diese Heilproteinprodukte leider.
ganz oft Maltit oder Maltodextrin drin. Damit steigt dein Blutzucker relativ stark an. Bei Maltodextrin sogar höher als normaler Zucker. Da darf zuckerfrei draufstehen auf diesen Artikeln, auf diesen Produkten, weil es ist ja kein Zucker. So. Aber die Auswirkung auf den Blutzucker ist noch dramatischer als bei Zucker. Nur, dass du das mal gehört hast. Weil oft ist ja auch dieses ganze Abnehmen, Shake, Eiweiß, Gedöns, was es irgendwo auch in Fitnessstudios gibt, da ist ganz oft Maltit oder Maltodextrin drin. Ja, vielleicht auch ein bisschen vorsichtig auch mit Sucralose. Da ist natürlich auch wieder die Dosis macht das Gift, ganz klar. Da hat man halt auch wieder ein bisschen Probleme mit dem Darm, viele. Also ich zum Beispiel vertrage gar keine Sucralose. Ich muss extrem einfach, kriege ich Blähungen davon. Das ist abartig, ja. Ist aber auch wieder jeder anders. Deswegen einfach mal schauen. Okay, ich habe zwar gesagt letzte Frage, aber jetzt nehmen wir die allerletzte Frage. Welche Zuckerersatzstoffe sind okay? Das können wir super kurz machen. Merkt ihr einfach nur, Erythrit und Stevia sind die einzigen, die du nutzen kannst, die keinen Blutzuckeranstieg hervorrufen, somit keine Insulinantworten mit sich ziehen und auch in deinem Darm keine Schäden anrichten. Du könntest da noch mit dazu schreiben auf die Liste Mönchsfrucht, also Monkfruit auf Englisch. Kannst du dir aber eigentlich, brauchst du dir nicht groß merken, weil bei uns gibt es das eigentlich nicht. Also ist selten irgendwo drinnen. Wenn du im Ausland bist oder so irgendwie, dann ist es öfter mal in einem Riegel oder so drin. Das wäre gleichzusetzen mit Erythrit oder mit Stevia. Das ist eigentlich relativ cool. Auch kein Blutzuckeranstieg und auch keine Insulinantwort und im Darm macht es auch nichts. Was man da auch noch cool nutzen kann, ist jetzt eigentlich kein Zuckerersatzstoff, aber Glycin. Glycin ist eine Aminosäure, die ist auch relativ sehr, sehr süß und die kannst du auch nutzen. Ja, das ist vielleicht gerade für einen Tee oder für einen Kaffee eine coole Alternative, weil also Erythrit im Kaffee oder im Tee, also ich finde das irgendwie nicht so gut, aber ich brauche es sowieso nicht süß, für mich ist es wurscht. Ich finde am wichtigsten eben mal Süßschwelle senken, wäre so mein Tipp Nummer 1. Warum muss überhaupt was süß sein? Das ist schon mal das Erste, aber wenn du was brauchst zum Süßen, könntest du Glycin vielleicht auch noch verwenden, das nur als Tipp. Gebacken habe ich damit nicht, aber es gibt Menschen, die sagen, kann man auch gut damit backen. Würde ich mich einfach mal drauf verlassen und es ausprobieren. Habe ich selber noch keine Erfahrungen damit gemacht. Habe schon lange nicht mehr gebacken eigentlich, aber wenn, habe ich immer mit Erythrit gebacken. Aber jetzt kommt ja wieder die Winterzeit, wenn ich dann wieder in Deutschland bin. Werde ich vielleicht auch mal Lebkuchen machen. Was habe ich noch für coole Rezepte? Also ich habe einige coole Winter- bzw. Weihnachtsgebäckrezepte, die werde ich dann alle wieder raushauen. Und dann ist da bestimmt vielleicht für dich auch was dabei, was du umsetzen kannst. Genau. Ich sage ganz lieben Dank, dass du mit live dabei warst. Wie gesagt, ich speichere es ab, gerne auch deine Menschen unter das Live verlinken, wo du sagst, Bekannte, Verwandte, Freunde, Familie. Wenn jemand einfach schon Typ 2 Diabetes hat, wenn jemand eine Insulinresistenz hat, wenn jemand vielleicht einfach nur Bluthochdruck hat, Blutdrucksenker nimmt und sagt, das ist normal, dann sagst du, hey, sorry, wahrscheinlich hast du eine Insulinresistenz und schau dir mal dieses Video an und hier kannst du lernen, wie du es ändern kannst, ja. Oder einfach jemand kennst, der abnehmen will, der schon alles probiert hat, aber wo es halt einfach nicht funktioniert hat. Da sind einfach solche Infos wie hier, wie du den Blutzuckerspiegel einfach stabil halten kannst, wie du Blutzuckerspitzen vermeiden kannst, wirklich Gold wert. Zugleich kannst du mir auch helfen, bei meiner Mission unserer Welt zu helfen, die Pandemie der Insulinresistenz zu besiegen und dass wirklich jeder da draußen versteht, dass du deine Gesundheit maßgeblich mit deinem Lebensstil beeinflussen kannst. Genau, ich bin die Patricia, ich freue mich, dass du live dabei warst. Wir sehen uns morgen, 18.30 Uhr, eure Zeit, deutsche Zeit. Wie gesagt, es wird um Insulinresistenz und Migräne gehen, wie das zusammenhängt und wie du vielleicht auch dafür sorgen kannst, weniger Migräneattacken zu haben, ist nämlich auch teilweise definitiv eine Lebensstilfrage. Um das geht's morgen mit der lieben Michelle. Freue mich, wenn du wieder live dabei bist. Und jetzt wünsche ich dir noch einen wunderschönen Montagnachmittag und schick ganz, ganz, ganz viel Sonne zu euch nach Deutschland. Macht's es gut. Schade, ich bin gerade rein. Ist er da? Gar nicht schlimm. Einfach das Replay anschauen. Ja, du bist zwar auf TikTok, spring rüber auf Instagram, dort wird es abgespeichert, wenn du kein Instagram hast. Kannst du gerne auf YouTube später schauen oder auf Facebook, da lade ich es auch noch hoch. Genau, macht es gut, ihr Lieben. Ciao.